Moin Leute, hier mal ein kleines Video außerhalb der Reihe, denn vor ungefähr einer Woche oder vor ein bisschen mehr als vor einer Woche ist das Vegan-Magazin rausgekommen und ich dachte, falls einige von euch das noch nicht kennen oder noch vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben, dass es das jetzt gibt, mache ich mal ein Video dazu, denn ich zumindest habe auf Facebook, glaube ich, nicht so viel gesehen, dass das da irgendwie ja, bekannt gemacht wurde. Ja, ich hatte echt schon drauf gewartet, ich wusste das schon ein kleines bisschen vorher, dass das rauskommen würde und bin froh, dass es jetzt endlich da ist und dass ich es sogar bekommen habe. Also selbst in meiner kleinen Stadt hier gibt es das, glaube ich, in drei Läden oder so ähnlich. Das hatte ich erst befürchtet, dass irgendwie das Vegan-Magazin würde wahrscheinlich ja, nur in ganz wenigen Läden, wahrscheinlich nur in Großstädten oder so erscheinen. Aber nein, in drei Läden allein in meiner kleinen Stadt. Und ich habe sogar auf Facebook einen Post gesehen. Da wurde das als Tipp der Woche angepriesen in irgendeinem Zeitschriftenladen. Ja, fand ich schon mal cool. Ja, das kostet 3,50 Euro und ist auf jeden Fall vollgepackt. Und außerdem, was ich gesehen habe, das kommt nur alle 2 Monate raus. Also die erste ist jetzt quasi von April, Mai 2014. Und das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, wenn das alle 2 Monate kommt. Denn ich denke mal, wenn wir wirklich jeden Monat so eine Zeitschrift rausbringen, dann wird das, glaube ich, nach einer Zeit ziemlich ausgelutscht werden, denke ich zumindest. Oder würde ich befürchten. Und bei allen 2 Monaten, ja, habe ich einfach die Hoffnung, dass da ein bisschen ausgewähltere Artikel einfach erscheinen. Und so viele vegane Zeitschriften gibt es jetzt, glaube ich, nicht. Eigentlich meine ich keine einzige, die es irgendwie in Zeitschriftenläden zu kaufen gibt. Also es gab mal eine vegan Zeitschrift aus Österreich, die hatte ich mal in der Hand gehabt. Aber die hat man auch nur irgendwie sich zuschicken lassen können, soweit ich weiß. Und dann die natürlich vegetarisch, die es meiner Meinung nach auch nicht zu kaufen gibt. Da muss man halt beim Webo sozusagen Mitglied sein und dann bekommt man die zugeschickt. Alle 3 Monate, glaube ich. Und natürlich vegetarisch ist eigentlich vegetarisch, aber in letzter Zeit, ja gut, auch größtenteils vegan geworden. Ja, deswegen bin ich froh, dass es jetzt auch eine in Zeitschriftenläden zu kaufen gibt. Auch vielleicht für die Leute, die mit dem Thema so gar nichts zu tun haben und dann da halt öfter dran vorbeilaufen. Das schafft einfach auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Ja, werfen wir mal einen Blick rein. Ja, natürlich gibt es ganz viele Rezepte da drin, unter anderem von Sudham Göp. Den kannte ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ist eigentlich immer zwischendurch was drin. Das ist jetzt hier zum Beispiel ein Wassermelonen-Goji-Drink. Hier hinten zum Beispiel gibt es noch so pinke Sushi-Rollen oder ein Mousse Chocolat. Ja, also Rezepte sind auf jeden Fall drin und sollten in der veganen Zeitschrift, glaube ich, auch auf keinen Fall fehlen. Ja, hier sind auch noch mehr für veganen Eiersalat, vegane Mayonnaise, Eiersatz zum Backen und so weiter. Ja, dann gibt es hier einen großen Artikel über Honig und damit verbunden auch über das Bienensterben. Sehr interessant auf jeden Fall. Dazu gibt es auch mal wieder ein Rezept und zwar über für veganen Löwenzahnhonig. Habe ich also ähnlich schon mal gemacht. Den haben wir auch schon ausprobiert und der ist auch auf jeden Fall sehr lecker. Ja, da natürlich ein paar Interviews sind auch dabei, hier von Armin Morbach, sagt mir jetzt noch nichts. Ja, ein bisschen was für die Frau, ein bisschen Schuhmode. Also im Grunde ist die Zeitschrift wirklich sehr, sehr vielseitig, muss ich zumindest sagen. Also was für Damen-Schuhmode interessiere ich mich jetzt nicht so sehr. Aber halt, ja, es gibt genug, die sich dann dafür interessieren und dafür sind für mich dann halt auch andere Artikel drin. Zum Beispiel gibt es hier noch eine kleine Geschichte von dem Rolf Zacher, von diesem deutschen Schauspieler, der auch vorne auf dem Cover mit drauf ist, wie er zu vegan gekommen ist. Und ein kleiner Artikel über vegane Kosmetik. Ja, dann ist hier noch eine kleine Geschichte drin, die habe ich mir jetzt noch nicht durchgelesen, mache ich auf jeden Fall noch. Das ist die Geschichte des Fuchswelpen Fridolin. Also sogar sowas gibt es hier drin. Ich habe es aber mal überflogen und hier steht zum Beispiel auch was zum Fuchsbandwurm. Da hatten ja einige von euch bei Dietlins Videos ganz oft schon nachgefragt.
Und da steht hier was zu, das wollte ich mal kurz vorlesen. Der Fuchsbandwurm müsste korrekt eigentlich Mäusebandwurm heißen, denn Zwischenwirt dieses Parasiten ist die Maus. Jedes mäusefressende Tier kann sich daher gleichermaßen mit dieser Bandwurmart infizieren. Dafür, dass man sich über im Wald gesammelte Pilze oder Beeren mit dem Fuchsbandwurm infizieren könnte, gibt es bis heute nicht einen einzigen belegten Fall. Auf Bandwurmkrankheiten spezialisierte Ärzte und Experten halten das für ein Märchen. Und ich habe auch irgendwo anders gelesen, dass die Wahrscheinlichkeit, den Fuchsbandwurm zu bekommen, ungefähr ja, so hoch ist wie ein Sechser im Lotto. Also, ja, wäre die Frage damit auch schon mal geklärt. Dann ist hier noch ein sehr schönes Interview mit dem Professor Colin Campbell über die Wirkung von tierischem Eiweiß auf Krebszellen. Und ja, wahrscheinlich kennt ihr den aus der China Study oder halt aus dem Film Gabel statt Skalpell. Auch ein sehr interessantes Interview. Zwischendurch gibt es auch noch ein bisschen Mode, auch teilweise für den Mann. Ja, noch ein weiteres Interview mit Hilal Setzkin. Die sagt mir jetzt auch bisher noch nichts. Aber ja, sie hat ein Buch geschrieben, was sie halt auch hier drin sozusagen bewirbt und ein bisschen von sich erzählt. Und dann ist hier noch was Interessantes, und zwar ein Plädoyer für die moralische Berücksichtigung Wirbelloser. Habe ich mir jetzt auch noch nicht durchgelesen bisher. Mache ich auf jeden Fall noch. Auf jeden Fall sehr interessant. Dann hier noch jemand, Johannes Nicolai, der eine vegane Weinstube betreibt. Also wie gesagt, es ist wirklich sehr vielseitig. Für alle sozusagen was dabei. Hier ist noch etwas von einem gewissen Markus Hauptmann. Der ist wohl ein Wiener Kabarettist und hat ein Video auf YouTube gestellt, was Mein Beitrag heißt. Ist wohl so eine Art Gedicht ja, zum Veganismus oder zum Vegetarismus. Kenne ich auch noch nicht, werde ich auf jeden Fall mal anschauen. Vielleicht verlinke ich das auch mal unten, wenn ich es gefunden habe. Oh ja, und hier ist auch wieder nochmal ein Interview. Ein Interview. Nein, ist kein Interview. Also hier wurden einige vorgestellt, die halt vegan sind und Sport machen. Unter anderem halt der liebe Patrick Baboumian. Die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich kennen. Der stärkste Mann Deutschlands. Ja, der muss natürlich in die erste Ausgabe rein, auf jeden Fall. Stefan Schares. Marc Hoffmann. Und was ich jetzt wirklich ganz toll fand, ist, dass die liebe Eileen, die ihr vielleicht von YouTube kennt, sie hat nämlich auch einen YouTube-Kanal und erzählt da sehr häufig über die vegane Ernährung, hat glaube ich auch schon ein paar Kochvideos gemacht und ja, ist da glaube ich auch sehr engagiert. Und sie hat hier einen Artikel geschrieben, wie vegan mir dabei half, meine Neurodermitis zum Schlafen zu bringen. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Habe ich mir durchgelesen. Ja, finde ich klasse, dass sich da das Vegan-Magazin auch ja, YouTuber und Blogger mit ins Boot holt und einfach deren Artikel in ihrer Zeitschrift veröffentlicht. Finde ich wirklich super klasse. Ja, wenn ihr jetzt veganer YouTuber seid oder einen veganen Blog habt und ihr habt einen Artikel, wo ihr denkt, ja, der muss unbedingt in einen der nächsten veganen Magazine rein, dann versucht es auf jeden Fall. Schickt ihn dahin und vielleicht seid ihr dann im nächsten Heft vertreten. Ja, wie gesagt, großes Lob, dass da auch ja, YouTuber und Blogger rangezogen werden. Und hier ist noch ein freischaffender Maler, und zwar der Hartmut Kiewert. Der war letztens auch, glaube ich, in der Natürlich Vegetarisch. War auch ein Bild von ihm abgedruckt. Und ja, der malt größtenteils solche Bilder, die halt irgendwie, wo Schweine ausgebrochen sind sozusagen. Zumindest das andere hatte auch so ein ähnliches Motiv. Da war, glaube ich, so ein LKW im Wald umgekippt und die Schweine sind dann ja, geflüchtet sozusagen. Ja, auch sehr schön. Ach genau, hier kommen noch die Rezepte von dem Surtam Göpp. Beluga-Linsenturm.
Die Sushi habe ich vorhin schon mal gezeigt und die Mousse-Schokolade. Und noch ganz schnell zum Schluss die 20 coolsten Einsteigertipps ins vegane Leben. Ja, auch sehr interessant. Und ganz zum Schluss ist nochmal so eine Social-Seite, Facebook.com vegane Gesellschaft, wo quasi ein paar Kommentare abgedruckt wurden, die halt auf deren Seite gepostet wurden. Zum Beispiel, achso, hier ist immer ein Thema, Betreten der Schlachthöfe empfohlen, damit auch der letzte Zweifler vegan wird. Da schreibt ja einer, ich bin auch ohne Betreten der Schlachthöfe vegan, noch nicht lange, aber es reichten mir die Bilder von einer Tierschutzseite, um nie wieder meine Freunde zu essen. Ein anderer schreibt hier zum Beispiel auch, wenn wir keine Tiere essen sollen, wieso schmecken sie dann so lecker? Ja, ich finde, jeder sollte essen und tun, was er möchte. Und das sollte einfach jeder so akzeptieren. Ich akzeptiere alle, die vegetarisch oder auch vegan leben. Das erwarte ich aber auch im Gegenzug. Ich versuche auch nicht Veganer und Co. zum Fleischessen zu bewegen oder so. Jeder, der anderen etwas aufzwingen möchte, ist einfach nur ignorant. Überall wird nach Akzeptanz geschrien, aber an dieser Stelle nicht gelebt. Also bitte. Ja, kann man sich darüber streiten wahrscheinlich, ob man sowas überhaupt akzeptieren möchte, natürlich. Auf der anderen Seite, egal, das ist jetzt keine Diskussion darüber. Ja, was ich interessant finde, auch an der Zeitschrift, ich habe nirgendwo einen Hinweis gesehen, warum das so gemacht wird. Und zwar wird alles klein geschrieben. Vielleicht sieht man das. Also, es gibt zwar Satzzeichen, aber halt, es wird jedes Wort klein geschrieben. Ja, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich einfach ein Stilmittel. Vielleicht wisst ihr das ja, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr die Zeitschrift euch schon gekauft habt und schon ein bisschen drin gelesen habt und geblättert habt, dann könnt ihr mir eure Meinung dazu einfach mal in die Kommentare schreiben. Ja gut, die wollte ich euch bloß mal zeigen. Falls ihr die noch nicht kennt, könnt ihr mal danach Ausschau halten. Und ansonsten bis zum nächsten Kochvideo. Tschüss. Ach ja, und für alle, die das Video jetzt bis zum Schluss geschaut haben, für die habe ich noch eine kleine Überraschung. Und zwar habe ich diese Zeitung zweimal. Ich habe sie nämlich einmal gekauft und einmal habe ich sie zugeschickt bekommen. Ja, weil ich es nicht abwarten konnte. Und ich habe gedacht, wenn ich zwei habe, dann kann ich ja eine euch sozusagen schenken. Deswegen würde ich sozusagen eine verlosen, also jetzt nicht die, die hatte Milan in der Hand und die ist schon ein bisschen lediert an einigen Stellen. Ich habe noch eine neue, frische Zeitung, die würde ich euch zuschicken und dafür müsst ihr einfach nur in die Kommentare schreiben, das Vegan-Magazin und dann irgendwie Bindestrich und dann könnt ihr euren Kommentar schreiben, wenn ihr noch was schreiben möchtet. Und alle, die das vor ihren Kommentar schreiben, die, ja, zwischen denen werde ich das sozusagen auslosen und an einen von euch dann eine vegane Zeitschrift schicken. Ja, okay. Dann viel Glück und bis zum nächsten Mal. Tschüss.